glaube ich, 3 Stunden durch das wildreiche Mecklenburg-Vorpommern. 20 Stück Rehwild, 3 Silberreiher, Kraniche. Ja, also ordentlich Anblick. Schön vom Pickup erhöht, kann man das gut sehen. Aber jetzt gleich fahre ich ins noch wildreichere Polen. Und zwar nach Pommern geht es in der Nähe von Köslin in die Revierförsterei Polanow. Es geht wieder los mit Kahle. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. War eine Woche dort auf dem Rothirsch. Da hat es mit dem eigenen, mit der eigenen Beute nicht geklappt. Aber ich konnte Michael begleiten. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Also, Wetter ist jetzt suboptimal. Es regnet, aber bin gespannt. Wetterbericht ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Heil, liebe Jagd- und Naturfreunde. Ja, zugegeben ein langes Intro, aber das darf doch auch mal wirken dürfen. Und zwar geht es jetzt für euch mit mir zu einer Jagdreise nach Polen. Fast eine halbe Stunde geht der Film. Und das ist das dritte Mal, dass ich mit dem Jagdbüro Kahle unterwegs bin. Und diesmal geht es nach Hinterpommern, nach Polanów. Ich habe mich da belehren lassen, das O mit dem Strich spricht man aus wie ein U. Nach der Anreise bezieht man die Zimmer und dann kommt der obligatorische Kontrollschuss. Der Jagdführer möchte sehen, ob die Waffe gerade ausschießt und ob der Jäger dahinter sie bedienen kann. Mein Jagdführer ist der Chef persönlich vom Forstamt Polanow. Das ist der Jagdförster Maciek. Er spricht sehr gut Deutsch und ist ein geduldiger Mensch, was das Jagdfilmen angeht. Das kann ich gut gebrauchen in den nächsten Tagen. Und den ersten guten Riecher hat er schon. Der Abendansitz brachte guten Anblick und zwar ein Stück Schwarzwild und dieses Tier und Kalb, was gleich auch noch aufwerfen wird, denn es kommt ein Enok um die Ecke, ein Obstfuchs oder Marderhund genannt. Ich kenne sie schon aus dem Heimatrevier. Es sind eingeschleppte Arten, in der Regel ausgesetzt oder geflüchtet aus Pelztierfarmen in Russland oder in China und haben sich mittlerweile ausgebreitet auf ganz Europa, wobei das heimische Ökosystem mit diesem Fremdling schwer umzugehen weiß und viele einheimische Arten werden mittlerweile verdrängt von diesen anpassungsfähigen Raubtieren. Einen schönen Abschluss bildete meine Lieblingswildart, das Schwarzwild, hier eine Rotte betritt, noch vor dem Schwinden des Lichtes, die Freifläche. Wir fahren beruhigt nach Hause, auch wenn wir das erhoffte Wildtier,
den Rothirsch, nicht gesehen haben. Darauf gilt es nämlich zu weitwerken in den nächsten Tagen. Ich möchte einen reifen Rothirsch erlegen. Und dann am nächsten Morgen das erhoffte Motiv, ein Kahlwildrudel, 14 Stück an der Zahl und ein besonderer Hirsch. Noch nicht ganz im richtigen Kameralicht, aber eben trotzdem beeindruckend diese Stimmgewalt, dieses Knurren und Rufen. Und noch ein zweiter Hirsch betritt die Wiese von links und holt schnell sein Kahlwild zurück. Einfach beeindruckend dieser Morgen. Das Kahlwild zieht in den Einstand und der Hirsch folgt natürlich. Er wird sich gleich ausruhen und bereit sein für die weitere Nacht, die er um sein Kahlwild kämpfen muss. Wir waren uns bei diesem Hirsch nicht sicher. Erstens, ob er das Zielalter erreicht hat. Das beträgt in Polen 10 Jahre. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Und ein weiterer Abschlussgrund wäre ein Select-Hirsch, also ein Hirsch, der keine Kronen auf beiden Seiten ausgebildet hat. Nachdem das große Rudel in den Einstand gezogen ist, kommen die jungen Hirsche auf die Freifläche und ziehen dann hinterher. Zwei junge Hirsche, gut ausgebildete Geweihe, aber auch vom Körperbau wirklich anständige Hirsche. Da wäre ich sehr gespannt, was aus den beiden werden wird. Insbesondere aus dem letzten. Die generelle Taktik scheint bei der Hirschjagd zu sein, zum einen die Pirschjagd auf den rufenden Hirsch, das Angehen. Die Brunft ist aber am Anfang, die Hirsche rufen noch nicht so kräftig. Da würde man mehr vertrapsen als alles andere. Dann eben das Kahlwild zu finden und den dazustehenden Hirsch auf den Freiflächen, auf den Esungsflächen oder dann auf den Wegen von oder in den Einstand. Bei der anschließenden Pirsch haben wir allerdings keinen Anblick und so geht's zurück zum Jagdhaus, denn es hat ein anderer Jäger Jagderfolg gehabt. Ein Hirsch liegt auf der Strecke und wird hier durch einen Jagdhornbläser verblasen. Manchmal, wie heißt dein Hund? Whoopi. Whoopi? Mhm. Wie Whoopi Goldberg. Ja, wie Whoopi Goldberg. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Sammeln wir ein paar Apfel. Apfel. Eindrücke sammeln vom Revier, ne? Mhm. So die typischen Jagdknechtaufgaben. Gehen. Zaun heil. Ja. Okay. Mich interessieren natürlich bei solchen Touren auch immer
der Blick hinter die Kulissen und den hat mir Maciek hier gewährt. Ich durfte eine Kehrrunde mit ihm fahren. Übrigens, den Hochsitz kennt ihr, da saßen wir am ersten Abend. Und Äpfel liebt das Rotwild. Der Tag war, oder der Nachmittag war verregnet, aber abends reißt die Sonne auf und wir fahren zu diesem wunderschönen kupierten Gelände, zu dieser tollen Kanzel, mit einem Blick in den Bestand, aber links und rechts auf ein Feld, unter anderem ein Buchweizenfeld, was sämtliches Wild liebt als Esung. Also waren wir sehr gespannt, was da kommt, auch weil Maciek hier immer Karwild gesehen hat. Das Karwild kam auch dort hinten bei dem Gehöft und hat Äpfelstibitz allerdings in der Dunkelheit. Bis dahin haben wir Rehwild gesehen und dank der Wärmebildkamera eine Bache mit Frischlingen vor uns im Bestand. Also am nächsten Morgen wieder zu der Wiese, wo wir die Hirsche gesehen haben, das große Karwildrudel. Sie sind heute viel dichter, als wir den Pirschweg zur Kanzel laufen. Und ich halte die Luft an und halte es nicht für möglich, dass wir unbemerkt bleiben, weil das Karwild so dicht steht. Und trotzdem gelingt es uns, leise auf die Kanzel zu gehen, ohne dass das Karwild und der Hirsch uns mitbekommen. Der Wind scheint zu küseln oder sie haben doch etwas mitbekommen. Auf jeden Fall ziehen sie schnell von der Wiese, das Karwild voraus, der Hirsch folgt. Ein wenig enttäuscht bin ich, denn ich hätte so gern noch tolle Bilder im Licht gemacht. Also wie am Vortag. Zweiter Teil. Wir fahren mit dem Pickup zu einer anderen Stelle und auf dem Weg dorthin sehen wir auf der Waldwiese diesen Hirsch. Noch ehe wir ihn anpirschen können, zieht er über den Waldweg und geht hinter dieser umzäunten Anpflanzung in Richtung des Einstandes. Wir beobachten ihn und Maciek überlegt, ob der das Zielalter erreicht hat. Ein beeindruckender Hirsch und auch ich bin mir nicht sicher, ob das Alter passt. Wie gemalt steht er dort, oder? Nur der Zaun trübt das Bild, der aber eigentlich die gepflanzten Jungbäume vor diesem tollen Tier zu schützen versucht. Noch bevor ich die Chance bekomme, auf den Hirsch anzulegen,
zieht er von dann. Schaut nochmal zurück und nimmt uns so die Entscheidung ab. Magic meint, dass der Hirsch reif gewesen sein könnte. Aber hätte, wäre, wenn, der Hirsch zog in den Bestand und wir gehen zurück zum Auto. Wieder ein wenig enttäuschender wirkte das, obwohl wir einen wirklich atemberaubenden Anblick hatten, lange Zeit einen Hirsch auf Augenhöhe beobachten konnten. Also erstmal schlafen und dann am Abend sah die Welt ganz anders aus. Wir gehen wieder zu der Kanzel, die ihr schon kennt, wo wir den großen Anblick hatten. Und ich trödel bei der Abfahrt und das wird bestraft jetzt, denn das Kahlwild ist schon auf der Freifläche und es hält uns auch gleich nicht mehr aus. Beim Aufbauen kriegt es uns mit und ohne Kahlwild wird es schwierig mit dem Hirsch. Aber Fuchs kann immer kommen und dieser Fuchs kommt sehr dicht. Er sucht nach Mäusen und später kommt ein weiterer oder vielleicht der gleiche Fuchs auf die Freifläche und es folgt eine besondere Begegnung mit einer Rehmutter der Ricke. Aber seht selbst. Das war ein toller Moment, den wir da beobachten konnten, obwohl das wenig, die Natur kann sehr grausam sein. In diesem Fall hat alles geklappt, denn die Ricke hat den Fuchs vertreiben können. Der Fuchs nimmt sich auch mal ein Kitz, wenn er denn dazu die Gelegenheit hat. Hier hat das Schicksal es gut gemeint und die Ricke konnte den Fuchs in die Flucht schlagen. Wir gehen nochmal auf eine andere Kanzel, versuchen es an einem Feld, aber auch hier nur ein Stück Rehwild kommt in Anblick, aber wir bekommen eine Nachricht. Ein Mitjäger hatte Weidmannsheil und wir entschließen uns beim Bergen mitzuhelfen. Ich wünsche meinem Mitjäger vor Ort ein kräftiges Weidmannsheil. Wir bergen den Hirsch und in einem stillen Moment schaue ich mir den Hirsch an und das ist glaube ich normal bei einer Jagdreise, man zweifelt, ob es denn noch klappen wird. Und ich überlege schon die Abmoderation für die zweite Polenreise ohne Beute, aber ich habe gar keinen Grund dazu. Schon am nächsten Morgen wird es spannend, aber seht selbst. Hat gut gezeichnet. Ja. Ich freue mich total. Ich
Tint ist dabei. Wir hatten gestern Waldmannsheil auf dem Hirsch und Majek, mein Jagdführer. Und wir können jetzt noch nicht sehen, aber da oben auf dem Berg liegt mein Hirsch. Und ich freue mich sehr, das war eine sehr spannende Kirsch eben, nachdem wir den Hirsch, den wir die Tage zuvor gesehen hatten, nicht da war. Hatte Majek eine gute Idee und wir sind hier runtergepirscht und hatten sehr, sehr dicht Kahlwild vor uns und den Hirsch. Und irgendwann stand er dann auch frei, dass wir ihn mal ansprechen konnten. Dann zogen die weg. Majek hat ihn angerufen. Er blieb stehen. Die Kugel flog. Mit einem guten Treffer ist er dann noch, ich denke mal, 100 Schritt gegangen. Und jetzt liegt er da oben. Sehr schön vor der Kanzel. Ein schönes Bild. Und ich freue mich gleich, ihn in Besitz zu nehmen. Ja. Ich freue mich. Erklär ganz kurz den Hirsch, die Besonderheiten. Was gibt es hier an dem Hirsch? Ja, warum ist der Select? Weil praktisch keine Krone hat auf unsere Gesetze, weil diese Ende hat auch keine 5 cm. Ne? Ja. Und also das ist klassische 1, 2, 3, 4, 5 Eisprozent kleiner. Ja. Weil da ist abgebrochen. Genau. Hier ist ein bisschen abnorm schon. Genau. Auch. Also aber die beiden Eisprozent sind abgebrochen. Wir haben in die Zähne nicht reingeguckt, aber ich denke, der Hirsch könnte ganz alt sein. Auch. Okay, das wäre doppelt gut. Ich gucken wir nach hier. Ja. So, jetzt bergen wir, jetzt fängt die rote Arbeit an. Ja. Nochmal Lust. Jeder Jagdfilmer wird jetzt verstehen, was ich sage und jeder, der mich begleitet hat, weiß, wie viel Arbeit auch manchmal hinter der Filmerei steckt und wie sehr man dann fokussiert ist auf die Kamera und nicht auf das, was man da eigentlich tut. Man jagt und das ist eigentlich was ganz Intimes, was Sensibles und ich schaffe es in diesem Moment, mir meine Zeit zu nehmen für mich und meinen Hirsch. Und erst dann kommt die rote Arbeit. Besonders hat mich gefreut, dass jeder der Jagdgäste, die in der Woche da waren, einen Hirsch erlegen konnte und erst als alle einen Hirsch hatten aus der Gruppe, haben wir natürlich auch jeden einzelnen kräftig totgetrunken. Das war eine tolle Woche und eine tolle dritte Reise mit dem Jagdbüro Kahle. Dafür bedanke ich mich für die Top-Organisation, aber auch bei meinen anderen Partnern, die das alles auch mit möglich machen. Und bei euch natürlich, dass ihr so lange durchgehalten habt und euch den Film angeschaut habt. Und wenn ihr möchtet, gibt es noch einen zweiten Film über die Reise. Und zwar begleite ich einen weiteren Jäger auf eine erfolgreiche Hirschjagd. Eine ganz besondere Geschichte,
mit tollen Bildern. Und die zeige ich aber auf unserer Videoplattform Hand on Demand. Und ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Bis dahin, Gruß und Waldmanns Heil. Und Dash Bur, auch an Majek und sein Team, vielen Dank. Übrigens, mein Hirsch hat 5,38 Kilogramm gehabt und war 11 Jahre alt. Es war einfach eine besondere Reise und eine tolle Jagd.